Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch mal interessiert hat, wann der beste Zeitpunkt zum Schalten ist, dann bleibt dran. Ja Leute, heute wird das Ganze mal ein bisschen nerdiger, deswegen sitze ich ja auch hier am Rechner. In dem letzten Video habe ich euch ja mal darum gebeten, mal eure Zeiten zu droppen, wie eure Zeiten 100, 200 sind, ganz normal standardmäßig am Tacho gemessen. Daraus entstanden ist unter anderem mit einigen Leuten auch eine Diskussion, wann eigentlich der beste Zeitpunkt zum Schalten von dem Fahrzeug ist. Und in diesem Video erkläre ich euch das einmal und nehme ich einmal mit, wie man das herausfinden kann. Denn das A und O ist natürlich, dass man den Schaltpunkt und das Auto so gut kennt, dass man weiß, wie hoch ist der Verlust beim Gangwechsel, bei welcher Drehzahl lande ich und welche Leistung liegt dann an, wenn ich geschaltet habe? Oder ist es besser, in dem Moment früher zu schalten, weil später dann, wenn ich geschaltet habe, mehr Leistung anliegt? Das Ganze versuchen wir jetzt mal herauszufinden. Deswegen wechseln wir mal auf mein MacBook. Das Ganze ist natürlich aber auch so, das ist für jeden adaptierbar. In diesem Fall geht es ganz speziell um den BMW 330i E90 mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe, mit dem N52 B30 Motor. Und ab geht's an den Rechner. Ich habe nämlich mal ein paar Sachen vorbereitet, um das Ganze mal ein bisschen geiler im Detail auszuarbeiten. Einmal, das sind hier original BMW-technische Daten aus dem 2005er, also Juni 2005er BMW 330i. Hier sehen wir es. Einmal zur Verifizierung, ist es ein 330i und ist es auch der richtige. Wichtigsten Standpunkte sind einmal MSV 70, das ist das Motorsteuergerät und natürlich einmal die 258 PS. Und die 310 Newton, die 300 Newtonmeter, die wir hier haben. Warum das Dokument so wichtig ist, zeige ich euch jetzt. Und zwar steht nämlich hier in dem Bereich die Getriebeübersetzung. Also hier steht die Getriebeübersetzung, erster Gang, zweiter, dritter, vierter, fünfter und so weiter. Und dann auch das Differential, welche Übersetzung das Hinterachsdifferential hat. Warum sind die Daten wichtig? Und zwar, es gibt nämlich einen Geschwindigkeitsrechner, mit der anhand der Getriebedaten und der Drehzahl ausrechnet, welche Geschwindigkeit das Fahrzeug in welchem Moment hat. Und das sind dann echte Angaben, nicht GPS, OBD, sondern einfach rein theoretische, faktische errechnete Daten, die sind 100% richtig. Da gibt es einmal einen Rechner dafür, den werde ich auch mal unten im Video verlinken. So könnt ihr das Ganze auch nachspinnen und nachmachen und auch nachvollziehen. Lustigerweise ist das Getriebe vom 330i E90 fast, nicht 100%, aber super krass nah dran am BMW M5 Getriebe E39. Ich habe die Daten trotzdem angepasst, dass ihr das jetzt einmal seht. Ich hole das hier einmal raus. Ich packe euch die Daten einmal nebeneinander. Also hier haben wir den 330i und dann habe ich die Daten von hier aus der Getriebeübersetzung hier reingetan. Also hier hingeschrieben. Wichtig ist, wenn ihr es auch machen wollt, ist, dass ihr einen Punkt setzt und kein Komma. Wenn ihr hier ein Komma reinsetzt, funktioniert das Ganze nicht. Also dann trägt man hier die Daten ein, dann kann man auch entscheiden, welche Drehzahlen man sehen möchte. Das Ganze habe ich durchgespielt von 200 bis 7100 Umdrehungen, werdet ihr aber gleich sehen. Und dann habe ich den Schaltpunkt eingegeben, wann ich gerne schalten möchte. Und zwar habe ich mir mal gedacht, ich möchte genau am Drehzahlbegrenzer schalten, also bei 7000 Umdrehungen. Dann drückt ihr auf Berechnen und dann kriegt ihr so eine Tabelle. Die zeige ich euch gleich aber nochmal im Detail. Was noch wichtig ist, wenn ihr die Drehzahl habt, ist, warum habe ich das Maximale genommen? BMW, also der N52 B30 Motor, hat immer noch die Möglichkeit, einige Gänge zu überdrehen. Das heißt, der Begrenzer ist eigentlich bei 7000 Umdrehungen, aber zum Beispiel 2., 3., 4. geht er auch bis 7050, 7100, so in dem Bereich. Er überdreht halt den Gang ein bisschen. Deswegen habe ich die ganze Tabelle auch ein bisschen ausgeweitet und aber auch den Schaltpunkt extra auf 7000 Umdrehungen mal gesetzt, um einfach mal das Spektrum auszumalen. So, dann habe ich noch weitere Daten vorbereitet und zwar einmal eine Leistungskurve von einem gemessenen, ne, 330i mit 258 PS. Dann habe ich noch eine Liste, in der aufgeschrieben ist, in welchem Drehzahlbereich welche Newtonmetern anliegt und wie viel Leistung. Dann habe ich natürlich auch die BMW originale Kurve, die einmal das Leistungsdiagramm darstellt. Und dann habe ich einmal noch, wie die Getriebeübersetzung ist und bei welchem Gang welcher Abfall herrscht. So, jetzt gehen wir in mein Masterdokument. Und zwar, das ist hier einmal das Masterdokument. Hier habe ich alles reingepackt. Wie wir sehen, ich starte bei 200, das Ganze geht hoch bis 7100 und hier am Ende, ganz wichtig, ist der Verlust
im Schaltvorgang zu sehen. Das heißt, wenn ihr von den ersten in den zweiten schaltet, bei 7000 Umdrehungen, also ne, immer die 7000 im Kopf behalten, dann landet ihr ungefähr 3000 Umdrehungen drunter. Also bei 7000 landet ihr dann automatisch bei 4000, also seid ihr dann hier. Und so kann man dann anhand dieser Daten, anhand der Leistungskurve und wie der Abfall ist, die auch hier nochmal als Grafik auch nochmal dargestellt ist, kann man dann gucken, wo lande ich denn, wenn ich schalte? Das wollte ich gerne mal mit euch machen, um euch mal ein Bild zu geben, wann man wie schaltet, in welchem Moment welches Drehmoment anliegt, in welchem Moment, wenn ihr den wirklich ausdreht, den Gang, welche Leistung anliegt und ob es wirklich sinnvoll ist, früher zu schalten oder wirklich kurz vor dem Begrenzer zu schalten und ob es da wirklich Differenzen gibt, wo denn die Leistung geringer ist. Eigentlich kann man das ganz doof machen, ganz einfach, das mache ich auch mal. Aha, man guckt hier Leistungskurve, ah, hier bricht sie ein, hier ist das Minimum. Dann geht man hier hin und guckt, ah, okay, dann da ist die gleiche, liegt die gleiche Leistung an. Dann geht man runter und denkt, okay, 6000. Das heißt, egal wann ich schalte und in den Begrenzer drehe und über 6000 rauskomme, dann habe ich auf jeden Fall, oder unter 6000 rauskomme, dann habe ich einen Bereich, wo ich weniger Leistung habe, als wenn ich ihn voll ausdrehe. So eigentlich, ne? Weil er fällt ja hier ab, und also ne, hier steigt die Kurve und hier fällt die Kurve. Und wenn ich jetzt genau bei 6600 Umdrehungen schalte, dann lande ich aber nicht hier, sondern dann lande ich im ersten Gang minus 3000, also lande ich irgendwo hier. Und wenn ich dann noch früher schalte, lande ich dann hier, wenn ich zum Beispiel von ersten in zweiten schalte. Was natürlich besser ist, in der Kurve höher anzusetzen. Und das Ganze möchte ich mit euch mal durchspielen. Also, wie sind die Verluste beim Schalten von dem ersten in zweiten Gang? Das habe ich hier auch einmal ausgerechnet, dass das ganz einfach ist zum Nachvollziehen. Also, wenn ich jetzt den ersten ausdrehe, der erste geht bis 58,9. Und dann schalte ich bei 7000 Umdrehungen von den ersten in den zweiten, dann lande ich bei 4023 Umdrehungen. Also gehen wir hier in der Tabelle lang auf 4000, man sieht, das Ganze passt. Und dann kann man gucken, ja, ne, bei 4000 habe ich auch wieder knapp 59 km/h. Dann kann man natürlich gucken, bei 4000 liegt welche Leistung an. Also wenn wir einmal mit dem Diagramm gehen, schaut man hier, zip, ne, das natürlich ist ein bisschen komplizierter auszuwerten. Deswegen gehen wir mal hier links rüber zur Tabelle. Bei 4000 Umdrehungen sieht man 300, oh, jetzt verschiebt er das hier, 300 Newtonmeter liegen an und 170,9 PS. Und ja, das ist erstmal so natürlich und macht Sinn, den ersten Gang auszudrehen, weil man ja nicht hier oben in dem Bereich landet. Machen wir das Ganze mal, wenn ich jetzt von den zweiten in den dritten schalte. Der zweite geht, das kennt ihr auch von meinen Videos, wenn ich immer mit V-Effizienzanzeige fahre und den zweiten ausdrehe, geht der zweite bis 102 km/h. Also 102 km/h schalte ich von den zweiten in den dritten. Der Verlust dabei ist 2324 Umdrehungen pro Minute. Also landen wir bei 4676 Umdrehungen pro Minute. Also irgendwo hier zwischen. Man sieht, ne, bei 4700 102,9 km/h. Also checken wir mal 4700 hier in dieser Tabelle aus, weil das ja ganz, ganz geil dargestellt ist. Bei 4700 Umdrehungen liegen 200, ich glaube, ich bin nicht falsch, 298 Newtonmeter an und 200 PS. Also geht die ganze Reise dann, ne, wenn ich hier schalte und hier den Verlust habe, geht die ganze Reise dann erst hier weiter, ungefähr in dem Punkt. Und dann baut sich die Leistung, während ich Gas gebe, wieder hier mit der Zeit auf. Also zack, 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 zack. Hier geht es dann los, ne, mit, keine Ahnung, 145, 147 kW. Stand hier wahrscheinlich gerade auch ganz geil in kW. Super nice. Genau, 145 kW war ich ja echt gut. Und dann geht es weiter, zack, zack, zack. Und dann wieder bis zu den 190 kW hoch. Dann spielen wir das Ganze mal durch mit dem nächsten Gang, den dritten in den vierten. Da ist die Verlustleistung oder der Verlust beim Schalten 1844 Umdrehungen pro Minute. Da landen wir dann bei 5150. Und da gehen wir mal wieder hier in die Tabelle. 5150 wäre irgendwo hier in dem Bereich. Und das bedeutet auch, bei 5100 irgendwas sind wir dann hier. Immer noch knapp 300 Newtonmeter liegen an. Und dann haben wir 214 PS. Das heißt, wenn man den dritten ausdreht, der geht ja bis 160 und man dann schaltet von den dritten in den vierten und den auch wirklich ausdreht, hier oben bis 7000 Umdrehungen oder ein bisschen überdreht, 7500 und man schaltet, dann landet man trotzdem noch in einem Leistungsbereich, der
unterhalb des abfallenden Bereichs liegt, wo man seine Maximalleistung erreicht hat. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich kann das gerade nicht besser formulieren. Also dann landet man bei, was hatte ich eben gesagt, 5100 Umdrehungen pro Minute. Das bedeutet, dass auch hier eine ganz gute Leistung noch anliegt. Also man sieht, man kann bei dem Wagen alle Drehzahlen bisher, ne, bis zum vierten ausdrehen. Gehen wir mal weiter in den vierten Gang. Wenn man jetzt den vierten Gang ausdreht, dann, also von dem vierten in den fünften schaltet, dann ist der Verlust beim Schalten 1300 Umdrehungen pro Minute. Das bedeutet, ich drehe ihn schön bis 7000 hoch und lande dann bei 5700 ungefähr. Wir runden das mal auf. Also drehen bis hier, zack, und drehen und sagen, jo, 7000 Umdrehungen, ein bisschen mehr. Und dann schalten wir und dann landen wir bei 5700. Und das wäre ungefähr hier. Man sieht immer noch, der rechte Bereich, dieser Teil der Bereich ist immer noch über dem Bereich, wo wir geschaltet haben. Also liegt hier noch mehr Leistung an, als wenn ich hier schalte. Das bedeutet 5700 Umdrehungen wieder in dieser geilen Tabelle hier. Gucken wir mal. Die Newtonmeterzahl geht leicht runter. 298,3 Newtonmeter, 172 kW, also 234 PS. Wenn man mal guckt, wenn man wirklich den Gang bis 7000 dreht, dann bei 7000 haben wir 240 Newtonmeter, also ein bisschen weniger Newtonmeter, 177 kW, das sind 242 PS gerundet. Das heißt trotzdem, wenn wir vergleichen 5700 und 7000, liege ich immer noch hier mit 242 PS über der Leistung von 5700 Umdrehungen, also mit 235 PS. Also macht es Sinn, auch den auszudrehen, den Gang, so verstehe ich das jedenfalls, den Gang auszudrehen, weil wenn ich geschaltet habe, die Leistung, die dann kommt, niedriger ist als trotzdem die abfallende Leistung, wenn ich an die 7000 drehe, weil das Peak ist ja bei den 6600 Umdrehungen. Das Ganze machen wir auch nochmal mit dem letzten Gang, also das heißt, wir orgeln den fünften richtig bis zum Abwinken. Und 7000 Umdrehungen im fünften sind dann echte 256. Der dreht auch ein bisschen über, das habe ich auch schon mal hinbekommen, weil die Begrenzung ja bei mir raus ist. Das heißt ungefähr bis ja, hier zwischen, also ich habe mal bei 57 oder sowas, 58 habe ich den gebracht und dann habe ich erst geschaltet. Natürlich hat man dann erstmal schon allein durch den Luftwiderstand und den Schaltvorgang wieder ein paar kmh verloren. Also na, hat halt Spaß gemacht, aber der Verlust beim Schalten sind in diesem Fall 1050 Umdrehungen pro Minute. Das bedeutet, wenn ich bei 7000 schalte, lande ich dann bei 6000 ungefähr. Also zack. Gucken wir wieder mal hier, ganz einfaches Spiel. Ich schalte bei 7000, gehe zurück, lande hier bei 6000. Und das ist ungefähr der Bereich 1 zu 1. Ne? Also das heißt, ich schalte hier, gehen wir nochmal in die geile Tabelle hier. Ich schalte bei 7000, habe dann 242 Newtonmeter anliegen, 241,9 PS. Aber ich lande dann bei 6000 irgendwo hier zwischen. Das heißt, die Newtonmeterzahl ist in diesem Falle hier besser. Ne? Aber die PS-Zahl ist ebenfalls besser. Das heißt, es macht gar nicht Sinn, na, das ist die Streitfrage, ne? Es macht eigentlich keinen Sinn, den fünften komplett bis 7000 hoch zu orgeln, weil da auf 2 PS 2 PS fehlen. So, ne? Trotzdem, wenn man überlegt, der Motor, der muss ja gegen den Luftwiderstand arbeiten und die Verlustleistung oder der Verlust ist jetzt hier 1 PS oder 1 und ein bisschen PS. Aber die Newtonmeter sind da heftiger, aber er hat natürlich auch einen längeren Hebel, sagen wir mal so ganz doof, an den er halt ansetzen muss. Im Großen und Ganzen denke ich aber, das Prinzip ist relativ klar. Man hat dann, wenn ich jetzt hier schalte im sechsten Gang, von fünften und sechsten, hat man dann Leistungsabfall, man hat eine höhere Newtonmeterzahl und der Motor muss natürlich auch hart kämpfen. Und ich denke mal, das war eigentlich mal ein ganz guter Eindruck, dass man mal gucken konnte, rein an den Daten, wann der ideale Zeitpunkt ist zum Schalten. Da spielen natürlich auch andere Faktoren rein. Macht die Drosselklappe irgendwann zu oder wird es im Motor zu heiß und er baut dann die Leistung ab? Also das heißt, fängt der Motor irgendwann an zu klopfen? Ist der Sprit schlecht? Wenn man schlechten Sprit hat und dann man dauerhaft Feuer gibt und das alles sich so erwärmt, dann ändern sich auch die Lambda-Werte und so weiter. Dann macht er irgendwann dicht und. Ne? Das ist jetzt nur rein datenmäßige Auswertung. Ja, aber ich finde es super interessant. Schauen wir uns trotzdem nochmal die Tabelle an hier mit der Verlustleistung beim Schalten. Das ist einmal bildlich dargestellt, das, was ich euch die ganze Zeit erzählt habe. Das heißt, ihr fährt den ersten Gang, zack, hier bis 7000 hoch. Ne, geht hier bis 60 und ein bisschen und dann
fällt er bis hier ein und das ist genau das, ne? Von 7.000 geht es auf 4.000 und dann geht es wieder zack und so weiter und so fort, ne? Also das sind dann immer die Verlustleistungen, die zu sehen sind und man sieht, nach oben hin wird der Verlust immer kleiner. So, das Dokument ist auch nochmal ganz interessant mit der maximal theoretischen errechneten Geschwindigkeit. Der 330i ist ja bei 250 abgeriegelt. Das bedeutet, okay, wenn man ihn jetzt aufmacht, wie schnell kann man erwarten, dass er fährt? Das wäre dann 263 km/h. Deckt sich ungefähr mit dem, was ich erlebt habe. Meiner ist nämlich offen und ich habe in der V-Effizienzanzeige oder in der GPS-Anzeige auf meinem iPhone 256 km/h erreicht, was ungefähr hinkommt mit dem, was jetzt dieses Dokument hier zeigt. Ja, ich hoffe, das war euch einmal eine Lehre. Nein, also ich hoffe, euch hat das mal gefallen, dass ihr mal so ein bisschen den Eindruck bekommen konntet, einmal ein bisschen die Zahlen zu verstehen, einmal ein bisschen die Zahlen zu vergleichen. Theoretisch ist es nämlich so, wenn man nämlich wissen möchte, theoretisch, ne? Wann der ideale Zeitpunkt ist, sollte man sich damit befassen und sein Auto ganz genau kennen, wie der Verlust, ne, beim Schalten ist, der Drehzahlverlust, um zu gucken, macht es Sinn, den Gang auszudrehen oder nicht. Bei einigen Autos macht es durchaus Sinn, früher zu schalten. Bei anderen Autos oder in diesem Fall macht es nicht unbedingt Sinn, meiner Meinung nach früher zu schalten. Denn die Leistung, wenn man bis 7000 dreht, liegt immer an, auch wenn ich vorher schalte. Es kann natürlich auch sein, dass die Meinungen auseinandergehen und ich mich hier ja auf die Theorie sehr fixiere. Das ist natürlich, wie gesagt, ein sehr theoretisches Beispiel, nehme ich dann nicht zu krass beim Wort. Ich finde es aber super interessant, mal solche Daten auszuwerten und sich das Ganze mal anzuschauen und gerade mal die Daten anhand zu vergleichen, wie hoch ist auch der Verlust der Leistung und wie hoch ist der Unterschied der Drehzahl, wenn man schaltet. Denn das Ganze braucht man auch umgekehrt, wenn man nämlich in eine Kurve fährt und du fährst runter, da muss man auch wissen, okay, wie viel Gas muss ich geben, um den nächsten Gang zu treffen? Also wie bestimme ich mein Zwischengas? In welchen Bereichen muss ich mich da einordnen? Für die Automatikfahrer ist das Ganze natürlich nicht so interessant. Die müssen nur wissen, ab wann gibt der Hebel hier an der Steptronic wieder frei, dass ich drücken kann. Aber wenn man manuell unterwegs ist, muss man halt viel mehr sich mit dem Auto und mit der Materie und mit den Drehzahlen, mit dem Motor und mit dem Getriebe und Übersetzung und so weiter beschäftigen, um die perfekten Punkte zu treffen. Und das ist das, was mir halt so an Schaltgetrieben gefällt und Automatikgetriebe oder Doppelkupplungsgetriebe mich so überhaupt nicht persönlich interessieren. Ja, wenn euch das ganze Video einmal gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder teilt oder liked oder alles auf einmal. Und kommentiert auch bitte mal. Mich würde mal interessieren, wie ist eure Erfahrung damit und wie hoch dreht ihr euren Motor? Habt ihr euch damit schon mal selber intensiv beschäftigt und euch die Daten angeguckt oder habt ihr das ein Gefühl? Oder schaltet ihr generell früher und ihr mögt gar nicht die Gänge so weit ausdrehen? Was ist da eure Meinung und euer Bezug zu? Und mich würde mal interessieren, würde eurer Meinung nach eine Drehzahlanhebung bei dem Motor etwas bringen? Das würde mich mal interessieren. Ich denke halt nicht, aber einige haben das auch mal gemacht. Das wäre wahrscheinlich eher für den Sound geil. Aber ob das jetzt wirklich eine Leistungsförderung ist, weiß ich nicht. Wenn man sie programmieren kann und dann müsste man sich natürlich in dem Fall wieder die Leistungskurve angucken und natürlich auch den Verlust der Drehzahl, um zu gucken, ob das ganze Spiel ist oder man muss das ganze Spiel nochmal von vorne spielen und gucken, wo pendelt sich das dann an, weil natürlich auch die Leistungskurve sich bei einer Leistungssteigerung verändert. Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schaut euch auch gerne die anderen Videos an, die ich gemacht habe. Ansonsten fahrt vorsichtig, bleibt gesund und bis bald. Peace.